Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3 Next-Gen-Variante. Und gemoddet. Ja, die meisten wissen das. Aber ich kann es ja, oder besser gesagt, ich muss es ja immer wieder mal wiederholen, ne? Weil die, ich glaube mal, viele Leute, die einfach so zwischendurch einsteigen. Auf unseren YouTube-Algorithmus ist ja Verlass. Oder auch nicht. Je nachdem. So. Ich habe noch mal ein bisschen was in OBS umgestellt. Ich nehme jetzt noch mit einem anderen Codec auf. Ich hoffe, das funktioniert auch soweit. Theoretisch sollte der weniger Performance fressen, aber trotzdem eine bessere Qualität haben. Also ich bin gespannt, wie das dann am Ende aussieht. So, genau. Wir haben ja beim letzten Mal mit dem Weidler ein bisschen geschnackt. Und er konnte uns ja sagen, dass der Baron halt eine Totgeburt hatte. Und diese wurde aber nicht normal begraben, beziehungsweise wurde halt einfach verscharrt, ohne auch irgendwie, oder nicht mal ein Namen wurde halt dem Kind gegeben. Und deswegen ist es jetzt so ein, im Witcher-Universum halt ein Monster. Und dem sollten wir auf die Spur gehen. Wir gucken aber ganz schnell mal auf unserer Karte, was wir noch so machen könnten, was wir noch so in der Nähe haben. Ich probiere das ja mal so ein bisschen miteinander zu verknüpfen, damit wir nicht immer zu sehr rauskommen aus allem. Aber ich glaube, das passt soweit. Sprich mit dem Baron. Könnten wir eigentlich schon machen, ne? Hütte des Bootsbauers. Was haben wir noch hier? Die Bestie von Ehrendorf. Das ist noch ein bisschen hoch, ne? Vom Level her. Das werden wir uns später machen. Wobei wir ja schon manchmal höher levelige Sachen gehabt haben. Und die dann aber doch recht einfach erledigen konnten. Gut, aber wir bleiben dabei. Wir machen dann erstmal Familienangelegenheiten. Dann können wir schon mal diesen Queststrang. Mama, zählt der eigentlich als Sidequest oder als Hauptquest? Das will ich mal schon gucken noch. Quests. Ah, ist die Hauptquest, okay. Herrin des Waldes gehört ja auch dazu. Das ist ja eh alles verknüpft miteinander, ne? Also, wir machen einfach mal, würde ich sagen. Sprich mit dem Baron. Und guck mal, da vorne wartet auch Plötze auf uns. Das ist ja wunderbar. Ui. So, ich gucke mal, ob hier Auto-Pathfinding funktioniert. Bisher sieht das ja sehr gut aus gerade. Ah, jetzt so nach... Okay, theoretisch eigentlich nach rechts. Mal gucken. Jetzt hier wahrscheinlich... Nee, auch nicht. Okay, interessant. Warte mal. Wo will Plötze mit uns hin? Wo sind wir denn jetzt? Ach, wahrscheinlich hier zurück und jetzt von hier unten oder was? Warte mal, ich will das mal ganz kurz mal testen. Ich will mal schauen, wo Plötze uns hinbringt. Nee, immer weiter weg. Hä? Nee, irgendwie, okay, gut. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie das mit dem... Warum drängelst du denn so? Wie das mit dem Pathfinding funktioniert oder auch nicht funktioniert. Damit muss man ja so grob die Richtung vorgeben. Kann natürlich auch sein. Vielleicht muss ich mich da auch nochmal belesen. Ein Blitzeinschlag? Oh. Das ist hart am Brennen da oben. Auf Krähenfels. Oh, Plötze, machst du dir gemütlich. Schon mal von vorbeugenden Arschtritten gehört. Kommt auch schon jemand entgegen hier? Alle herhören! Die Boote! Leute!
Lauf. Bitte nicht töten. Geralt, danke für alles. Gute Mutter. Fleet, schnell, sofort. Nein! Was zur Hölle? Mal wieder durch. Und los, beruhig dich. Mach's doch selber. Oswin! Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht er keine Gefangenen. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt. Er und die Pferde. Okay, wir verkümmern. Wir kümmern uns drum. Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt! Beeilung! So. Achso. Mist, so viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Das Dach ist eingestürzt. Ich kann dich holen. So. Du stehst da hinten, ne? Oh, das war's nicht. Warte. War das hier? Ich vergesse das immer wieder, ne? Hier, okay. Einfach normal mit E öffnen. So, da haben wir die Pferde. Wir haben einen Helden in unserer Mitte. Du hast dir einen fast lyrianischen Walz verdient. Anna hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast? Was zur Hölle willst du damit sagen? Verkauf mich nicht für dumm. Du hast sie jahrelang geschlagen. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht? Ah! Huch. Hab daneben geschlagen. Sie sind vor dir geflohen, nicht? Lügenmaul! Fehler. Oh. Das ist eine hübsche Keilerei. Schon mal gegen einen Hexer gekämpft? Was eine hübsche Keilerei! Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Okay, puh, das war knapp am Ende. Ich muss öfter mich decken halt, ne? Wenn ich mit Faustkampf mache. Wir müssen reden. Oh Mann, ey. Netter Übergang, by the way. Feuer zu Feuer. Hinsetzen. Du hast sie geschlagen. Ich habe niemals Hand an Tamara gelegt. Und Anna? Das ist etwas anderes. Sie wusste genau, wie sie mich erzürnt. Wie hat deine Frau dich wütend gemacht? Die Suppe versalzen, die Socken nicht gestopft? Sie kannte mich seit 20 Jahren. Betrunken wie nüchtern, sie wartete auf meine Heimkehr als Sieger oder als Verlierer, den sie zusammenflicken musste. Sie wusste wie niemand sonst, wo sie mich kneifen muss, damit es weh tut. Du hast sie geschlagen, weil sie dich kritisiert hat? Ach, Hexer, du hast keine Ahnung. Nun, vielleicht erzähle ich's dir ja einmal. Aber nicht heute. Ich soll glauben, dass du Tamara ein guter Vater warst? Nach der Szene im Burghof? Glaub gerne, was du willst.
aber sie war immer mein Augapfel. Sie hatte hier das Sagen, das kann jeder bestätigen. Sie ritt die Pferde, ging mit den Männern auf Jagd und auf Patrouille. Wurde ich zornig, holte man sie. Nur sie konnte mich besänftigen. Klingt, als hätte sie ein herrliches Leben gehabt. Aber warum ist sie dann weggelaufen? Wüsste ich das, bräuchte ich dich nicht. Du wusstest die ganze Zeit, dass sie geflohen sind. Ja, das stimmt. Warum hast du das nicht gesagt und meine Zeit verschwendet? Hätte ich gesagt, dass ich meine Frau und meine Tochter nicht bändigen konnte, du hättest mich für einen Schlappschwanz gehalten. Ah, wie sind sie geflohen? Was ist passiert? Sie sind nicht weggelaufen, du hast sie vertrieben. Egal, ich weiß, wie ich sie finden kann. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ich weiß, wie ich sie finde. Wie? Ich weiß von dem Kind. Anna und ich. Es war nicht so, wie es jetzt scheint. Dann sag mir, wie es wirklich war. Kein Interesse. Na schön, ich bin ganz Ohr. Erzähl, was passiert ist. Diesmal die Wahrheit. Ich hatte 3 Tage am Stück gesoffen. Anna kam und sagte, sie würde gehen. Ich flehte sie an, aber sie wollte nichts hören. Ich wollte sie aufhalten. Sie wand sich wie ein Aal. Wir kämpften. Sie stürzte. Mehr weiß ich nicht. Ich erwachte morgens mit einer pissschweren Hose und einer Riesenbeule am Schädel. Meine Lieben waren fort. Weißt du, wie das ist, Hexer? Nein, wie zum Teufel solltest du? Ich hatte nichts mehr, nur die Flasche. Die Kampfspuren in dem Zimmer, das Loch in der Wand, der Wein auf dem Absatz, warst du das? Ja, wir haben uns gestritten. Sie wollte mir mit dem Kerzenhalter auf den Kopf hauen, hat aber ständig verfehlt. Sie schlug auf die Wand und den Pfeiler. Ich bin zurückgewichen und auf den Tisch gefallen. Dabei habe ich den Wein umgeworfen. Anna nutzte den Moment, um zu fliehen. Sie rannte die Treppen runter, den verdammten Kerzenhalter in der Hand. Ich habe sie auf dem Absatz eingeholt. Wir sind gestürzt. Ich dachte, ich hätte sie. Da schlug sie mir auf den Kopf. Ich verlor das Bewusstsein. Keine Ahnung, was danach passierte. Als ich erwachte, war ich allein. War Tamara dabei? Hat sie den Streit mit angesehen? Vielleicht durch die Tür. Im Zimmer war sie nicht. Leider. Womöglich wäre alles anders gekommen. Ihr Anblick hat mich immer beruhigt. Was geschah dann? Es wurde noch schlimmer. Ich erwachte bei Sonnenuntergang und wusste nicht, wie viele Tage vergangen waren. Erst hielt ich alles für einen verdammten Säuferalbtraum. Doch dann ging ich ins Schlafzimmer. Und Anna war nicht da. Stattdessen war alles voller Blut. Ich begriff, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Ich konnte nicht atmen. Ich ging zum Bett und sah es. Es lag da, ein kleines, hilfloses Ding auf blutigen Laken. Tot. Und das war mein Werk. Ich habe schon viele Tote gesehen, aber das muss hart gewesen sein. Oh ja. Meine Beine gaben nach. Und ich habe Leichenfelder in Sodden und brennende Hexen in Maribor gesehen. Doch verglichen damit war das alles ein Hasenpimmel neben einer riesigen Eiche. Und allein ich bin schuld. Das wissen wir noch nicht. Das Amulett, das Anna trug, könnte eine Rolle spielen. Oder die Tatsache, dass sie es verloren hat. Was hast du mit dem Kind gemacht?
in ein sauberes Laken gewickelt und vergraben. Einfach so? Verdammt, an eine Beerdigung dachte ich nicht. Es war ein Albtraum. Er sollte aufhören. Das war meine Hoffnung. Ich sagte Anna, ein kleines, unser kleines, würde alles wieder richten. Doch sie starb, ehe sie geboren werden durfte. Verstehst du, Hexer? Mein Kind war tot. Ich fühle mit dir, wirklich. Danke. Und ich hoffe, dass du deine Ciri findest. Unserer Abmachung nach muss ich zuerst Tamara und Anna finden. Gut, dass deine fehlgeborene Tochter uns dabei helfen kann. Was? Wie das? Fehlgeburten, die nicht richtig begraben werden, verwandeln sich manchmal in Fehlgeborene. In was, verdammt? Du brauchst es nicht genau zu wissen. Es gibt Blutsbande zwischen der Kreatur und deiner Familie. Damit kann ich sie finden. Wie? Auf zwei Arten. Begräbt man einen Fehlgeborenen unter der Schwelle des Familienheims und hält ein Ritual ab, verwandelt er sich angeblich in einen Tölpelbold. Das ist eine Art Kobold, ein Wächtergeist, der mich zu deiner Familie führen kann. Und die andere? Wir töten ihn, nehmen ihm etwas Blut ab und bringen es zum Weideler. Der tut den Rest. Töte mein Kind nicht. Es hat genug gelitten. Heb den Fluch auf, damit es endlich in Frieden ruht. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich tue. Wie du auch entscheidest. Wir müssen das Leid meines Kindes beenden. Was immer wir tun, zuerst müssen wir den Fehlgeborenen finden. Ich zeige dir, wo ich sie begraben habe. Und ich schaufle ein Grab unter der Schwelle. Können wir aus dem Fehlgeborenen keinen Tölpelbold machen, kann man uns dort begraben. Sehr praktisch. Ah, na dann, let's go. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Dann warte mit mir. Um Mitternacht zeige ich dir, wo ich sie begraben habe. Gib den Leuten Bescheid. Sie sollen eine Salzspur vor ihre Türen streuen und heute Nacht drinnen bleiben. Und werd wieder nüchtern. Soll ich eine Schaufel nehmen, um das Grab zu öffnen? Ja, du brauchst sie, wenn auch nicht dafür. Find die Quest nach wie vor immer noch so schlimm. Noch etwas weiter. Mir nach. Gut. Habt ihr dem Kind einen Namen gegeben? Nein. Warum sollten wir? Ein Fehler. Namen sind mächtige Siegel. Gut, dann werden wir mal hier uns vorbereiten. Wirklich idyllisch hier. Hast du denn gar kein Einsehen? Ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Gut. Das Grab ist offen und leer. Was hat das zu bedeuten? Der Fehlgeborene ist auf Beutejagd. Schau. Eieiei. Oh Gott. Ist er in der Next-Gen-Variante noch? Nimm ihn in die Arme. Schnell. Was, wenn er durchdreht? Ehe wir es merken, reißt er uns den Arsch auf. Sei still, sonst macht er es auch. Gerade ist er ruhig. Verdammte Scheiße. Und was ist, wenn er die Ruhe verliert? Dann beißt er dir die Kehle durch. Du verblutest, ehe ich helfen kann. Sag Bescheid, wenn er unruhig wird. Dann beruhige ich ihn mit Magie. Gib ihn auf. Nimm ihn in deine Arme. Ich habe gerade wirklich überlegt, ob ich mal die andere Version nehme, ne? Aber ich kann es einfach nicht. Götter.
möchte ihn befreien. Na dann los. Zurück zur Burg. Was? Damit? Du wolltest doch die alten Legenden auf die Probe stellen und einen Tölpelbold daraus machen. Oh, Scheiße. Oh, den Becher nehmen wir mal mit. Das ist, auch wenn es so grausam ist eigentlich, diese ganze Quest, ne? Aber ich finde das immer wieder lustig, wie der Baron den dahin trägt. So, warte mal, jetzt müssten, glaube ich, gleich die Untoten kommen, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ja. Hungrige Geister, der Geruch des Fehlgeborenen hat sie angelockt. Ein Grab meiner Mutter. Unternimm was! Er bewegt sich. Oh, ganz ruhig. Aber oh, was nee, hast du damit vor? Ich? Nichts. So. Das ist deine Aufgabe. Ich hab doch gesagt, du musst es unter der Türschwelle begraben. Wenn die Sage wahr ist, ist es morgen ein Tölpelbold. Er wird über dein Haus wachen und mir helfen, deine Familie zu finden. Ich weiß gar nicht, kommt da noch mal eine Stelle? Ah ja, okay. Es kommen noch mehr. Beeilung. Los doch! Ich warte nicht, bis sie uns verschlingen! Gott, ich hatte, wenn ich in die Ecke getrieben werde. Sterben. Oh oh. Oh Gott, das war gemein. Oh Gott, hast du noch einer? Oh oh. Eieieiei. La 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 la. Oh Gott. Warte mal, warte mal, warte mal. Boah. Okay, das war knapp. Aber. Boah, hallo. Nicht schlecht. Wie war er mal? Er bewegt sich wieder. Wie ein scheiß Aal. Ich kann ihn nicht halten. Axi, sorry. Hä? Wieso geht das nicht? Axi. Es hat geklappt. Oh, ich hasse solche Sachen. Ja. Schon einen Namen gewählt? Nein. Dann lass dir einen einfallen. Es ist wichtig. Es ist ein Mädchen. Wie hätte Anna sie genannt? So. Wir haben es geschafft. Gott sei Dank. Und jetzt? Sprich mir nur. Bei den Mächten von Erde und Himmel. Bei den Mächten von Erde
und Himmel. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Bei der Welt, die für dich bestimmt war. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Vergib mir, die du gekommen bist und die ich nicht willkommen hieß. Ich gebe dir den Namen, sag ihren Namen, und empfange dich als meine Tochter. Ich gebe dir den Namen, Thea, und empfange dich als meine Tochter. Gut, und jetzt begrab sie. Und jetzt? Innerhalb eines Tages sollte sich Dea in einen Tölpelbold verwandeln. Ich bleib hier und warte. Du gehst nach Hause. Ich warte mit dir. Kommt nicht in Frage. Aber das ist mein Kind. Und die Schuld, die ganze Verantwortung dafür liegt bei mir. Die Zeit für elterliche Gefühle ist lange vorbei. Außerdem kannst du hier nichts tun. Aber... Kein Aber. Hier ist nur noch Hexerwerk gefragt. Ich muss Tag und Nacht warten, bis sich der Fehlgeborene in einen Tölpelbold verwandelt. Geh nach Hause und betrink dich nicht wieder bis zur Bewusstlosigkeit. Quest aktualisiert. Familienangelegenheiten. Ach je, oh je. Quatsch. So. Wir können es ja mal ganz kurz lesen hier. Der Baron erwies sich als zäher Verhandlungspartner, der genau wusste, wie viel seine Informationen wert waren. Er erklärte sich bereit, Geralt von Ciri zu erzählen, aber nur unter einer Bedingung. Geralt sollte erst seine Frau und Tochter finden. Die Frauen waren vor kurzer Zeit auf geheimnisvolle Art und Weise verschwunden und obwohl der Baron Himmel und Erde in Bewegung gesetzt hatte, blieben sie verschwunden. Die Suche nach der Frau und der Tochter des Barons führte Geralt zum örtlichen Weidler, einer Art Wahrsager und Volkszauberer, der, wie Geralt richtig ahnte, über die Geschehnisse vor Ort gut informiert war. Und so erfuhr Geralt vom Weidler interessante Gerüchte. Angeblich sei der Baron ein Säufer und Familientyrann und die jüngste Schwangerschaft seiner Frau soll in einer rätselhaften Fehlgeburt geendet haben. Die Weissagungen des Weidelers zeigten, dass sich der fehlgeborene Fötus, der gewiss ohne würdiges Begräbnis verscharrt worden war, in ein gefährliches Monster verwandelt hatte. In einen Fehlgeborenen. Diese Bestie war zwar mörderisch und verdorben, könnte aber trotzdem nützlich sein. Wenn es gelänge, den Fluch zu brechen und das Monster in einen Tölpelbold, einen freundlich gesonnenen Wächtergeist, zu verwandeln, könnte dieser Geralt zur Frau und Tochter des Barons führen. Geralt war von Zorn erfüllt, als er aufbrach, um den Baron zur Rede zu stellen. Er war bereit, die Wahrheit mit dem Schwert aus dem Mann herauszukitzeln, damit er ihm berichtete, was sich in jener schicksalshaften Nacht wirklich zugetragen hatte. Der Baron gestand, dass seine Frau nach einer ihrer häufigen Streitereien eine Fehlgeburt hatte, woraufhin sie und die Tochter aus Krähenfels geflohen waren. Er erklärte sich außerdem bereit, Geralt zu zeigen, wo er die Überreste des fehlgeborenen Kindes begraben hatte. Als die Uhr Mitternacht schlug, machten sich beide Männer auf den Weg zum Grab des Fehlgeborenen. Als Geralt und der Baron die Grabstätte des ungeborenen Kindes erreichten, mussten sie nicht lange warten, bis der Fehlgeborene auftauchte. Die Bestie zischte, heulte und drohte, ihre monströsere und gefährlichere Form anzunehmen, doch die beiden Männer beendeten das Namensritual, bevor es ihr gelang. Dann begruben sie die Kreatur, einen alten Brauch folgend unter der Türschwelle, damit sie nach einiger Zeit als Tölpelbold, ein Wächtergeist, wiedergeboren würde. Geralt hoffte, dass ihm dieses Wesen bei der Suche nach der Familie des Barons würde helfen können.
So, jetzt haben wir das nochmal zusammenhängend gelesen. Ich finde es mal ganz schön, dass man da nochmal ja, das liest als Zusammenfassung nochmal sozusagen. Okay, gut. Haben wir gemacht. Rufe den Tölpelbold dort herbei, wo der Fehlgeborene begraben wurde. Bei der Macht des Blutes, ich rufe dich. Bei deinem Namen flehe ich dich an. Höre mein Rufen und erhebe dich, Dea. Führe mich zu denen, die mit ihrem Blut an dich gebunden sind. Und da fliegt Dea los. Hab gerade keine Zeit, Leute. Ich muss gerade einem Tölpelbold hinterher laufen. Was ist denn? Ist doch nur ein kleiner Tölpelbold. Alles cool. Ist der aber schneller in der Next-Gen-Variante als in der Vanilla? In der normalen? Kommt mir so vor gerade. Die sehen den auf jeden Fall auch. Lass mich leben. Dieser verfluchte Drecksregen. Es pisst wieder wie aus Kübel. Hier schwebt ein Geist an denen vorbei und die regen sich erstmal übers Wetter auf. Wenn es nicht bald zu regnen aufhört, fault mir noch meinen Arsch ab. Ja. Mir bleibt keine Wahl. Ah, kommen wir. Wir lassen mal die Ertrunkenen Ertrunkenen sein. Mhm. Anscheinend. Oha. Also Lavendel haben sie hier drin jedenfalls nicht gelagert. Aber vielleicht sollte ich einen Blick riskieren. Wir schauen uns mal kurz um. So, wir gucken aber erstmal natürlich. Ein Hufeisen? Kein Pech, Sieder könnte sich ein Pferd leisten. Ein Armreif. Eine von ihnen muss ihn verloren haben. Kleidung? Zogen die sich hier etwa um? Sie waren beide hier. Ich bin auf dem richtigen Weg. Mhm. Sieht nach der Tamara aus, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Interessant. Sie will mir noch was zeigen. Okay, hier haben sie auf jeden Fall Zwischenhalt gemacht. Andere jagen, oh Gott. Kommt ihr denn jetzt her? Ich häng mir deinen Kopf an den Sack. Ich hab doch keine Zeit. Das Wetter passt sehr gut gerade zu dem Szenario hier. Ach ja. Fragen einen schönen Tag gemacht. Das sollte ich mir mal ansehen. Ich sollte den Pferdekadaver untersuchen. Mache ich.
Was haben wir denn da? Die Knochen liegen hier schon eine Weile. Der Sattel ist angebissen. Nekrophagen fressen heutzutage aber auch alles. Riesige Klauen. Das war kein Nekrophage. Ein Hufeisen fehlt. Zufall? Oder ist das vielleicht das Tier, das in der Räucherei eins verloren hat? Der Kopf einfach abgerissen. Das erfordert enorme Kraft. Muss eine mächtige Kreatur gewesen sein. Hat sie kalt erwischt. Hoffentlich sind sie entkommen. Die Spur führt weiter. Gut, dass sie hier noch nicht endet. Auf jeden Fall kann man festhalten, dass es kein Mensch war. Oh, ich muss reparieren, gerade sehe ich. Wieder ein kleines Häuschen hier vorne. Und ein Wolf. Ah ne, ist ja gar kein Häuschen. Ach Mensch, Wolfies. Ihr müsst doch nicht immer angreifen. So, ach hier, das Häuschen. Okay. Fischerhütte? Er möchte wohl, dass ich sie mir näher ansehe. Da sind auf jeden Fall Kinder, Mutter und da ist der Vater. Okay. Sieht zumindest so aus. Der Blick. Wer ist das? Nach nebenan. Geht schon. Was suchst du hier, Fremder? Unsere Hütte hat nichts zu bieten. Wir haben nichts. Wir wissen nichts. Ich suche jemanden. Zwei Frauen. Die Ehefrau und die Tochter des blutigen Barons. Hier war niemand, Herr. Wirklich? Kam hier keiner vorbei? Die Tochter ist mittelgroß, etwa 20. Ihre Mutter schlank, etwa 40. Gesehen? Die kam doch neulich in der Nacht, oder Mama? Still, Junge. Ja. Ich will der Frau helfen. Vielleicht ist sie in Gefahr. Der Junge hat nichts gesehen, Herr. Er ist noch ein Kind. War nur ein Traum. Dann soll er mir seinen Traum erzählen. Also, Kleiner, was hast du gesehen? Wer war hier? Papa hat sie abends mitgebracht. Die Dame, die Medizin macht. Sie hatte Angst. Sprach von einem grässlichen Monster und dass sie zurück muss. Wohin weiß ich nicht. Mama und Papa haben sie aufgemuntert. Ihr neue Kleidung gegeben. Ihre war zerrissen. Oh Mann, haben die sich nur gedacht. Kinder. Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters. Weil ich's auch nicht bin. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Ich muss wissen, ob sie am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt. Aber Frau Anna, das ist eine andere Geschichte. Aber überall ist's besser als auf Krähenfels mit dem Baron. Warum? Weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, meine ich. Alle haben's gewusst, aber keiner hat was gesagt. Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt... Du siehst nicht ab. Weil ich's auch nicht... Tamara ist aber überall... Warum? Manchmal komme ich auf die falsche Taste. Was ist mit Tamaras Mutter passiert? Es war so. Ich habe in der alten Räucherei gewartet. Mit Pferden. Kalt war's und dunkel. Konnte fast nichts vor Augen sehen. Der Mond stand schon hoch. Doch sie kam nicht. Hab schon gedacht, ein Dämon hätte sie geholt. Aber dann kamen sie doch. Und wir sind zum Fluss. Dann gab's auf einmal einen Sturm. Dacht schon, der reißt mir die Rübe ab. Und dann diese Mistvögel. Riesenschwärme überm Wald. Haben gekreischt, dass ich aus den Ohren geblutet hab.
Frau Anna hat geschrien, hat sich gekrümmt. Tamara hat sie an den Armen gehalten. Da habe ich's gesehen. Das Brandzeichen auf den Händen. Na gut. Und was geschah dann? Es wurde immer dunkler, als wären die Sterne erloschen. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann, aus dem Wald, dieses Brüllen. Mir brach der Angstschweiß aus und mein Atem stockte. Da sprang eine Kreatur aus dem Wald, so groß wie eine Scheune, mit Hörnern und zwei glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. Das Viech griff Frau Annas Pferd an, riss ihm den Kopf ab, trug sie in den Wald. Unsere Pferde, meins und Fräulein Tamaras, erschraken und rissen sich los. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück, nach ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah. Sagte, alleine würde sie dort draußen sterben. Warum hast du ihnen geholfen? Du hast einiges riskiert. Ich habe Fräulein Tamara was geschuldet. 3 Monde zuvor hatte mein Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Tamara hat davon erfahren. Versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet. Kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. Was für Brandzeichen? Sie hat, also, wie von einem Brandeisen. Auf ihren Händen, innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Genau. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch brennen. Ach Gott. Danke für deine Hilfe. Dem Fräulein, dem wird's doch gut gehen, oder? Dafür gebe ich mein Bestes. Also auf jeden Fall haben wir es hier mit Magie zu tun. Huch. Perle nehme ich mal ein. Oh, sorry. Ja, weil ich denke mal, also wie gesagt, ein das klingt ja alles danach, als wenn da irgendwas Größeres im Gange ist. Also ich glaube, das Buch haben wir schon mal gelesen, kann das sein? Warte mal. Wir haben das ja Gott sei Dank immer dabei stehen. Irgendwas mit Toussaint, das hier, ne? Genau. 2, 3 Stück haben wir von denen schon sogar. Na gut. Okay. Haben wir noch was Schönes? Ach, wir nehmen einfach mal alles mit hier. Was soll's? Es wird doch nur schlecht. Aber waren da nicht gerade... Ach so, da. Ich wollte gerade sagen, da waren noch gerade mehrere Kinder eigentlich. So. Aber auf jeden Fall haben sie das Richtige getan. Hier ist das Zeichen nochmal zu sehen. Und haben den beiden geholfen halt, ne? Und erst recht. Das finde ich auch nochmal interessant, so als kleiner Dings, dass die Tamara dem Sohn hier geholfen hat. Weil wenn wir dann später Tamara kennenlernen, ja, ich möchte sagen, wirkt sie jetzt nun nicht gerade wie eine nette Dame. Hier trennen sich also unsere Wege. Ich danke dir, Dea. Geh in Frieden. Na siehst du, haben wir auch das Kindchen befreit. So, sprich mit dem Baron über seine Familie.
Ich denke, das werden wir noch schnell tun. Das machen wir auf jeden Fall noch flott. Und dann werden wir erstmal hier die Folge beenden an der Stelle. Ich glaube, ja, weil wir haben ja noch die, Quest, warte, Herrinnen des Waldes. Und das ist ja alles zusammenhängend. Und ich weiß gerade nur nicht so genau, ob die sich dann irgendwann treffen sozusagen. Also ob die... Ne? Das... Oh Mist, wir sind falsch gelaufen. Ah, verdammt. Warum sind wir jetzt... Da ist der Eingang. Also muss ja die Brücke da drüben sein. Hinten. Ja. Also, wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass die Mutter von diesem großen Vieh oder ja, was auch immer das sein soll, das wissen wir noch nicht so genau, entführt wurde. Was auf jeden Fall ja, nicht menschlich war, sondern irgendetwas Monstermäßiges sehr wahrscheinlich. Und dass sie Tamara in Ochsenfurt ist. So, also Tamara ist in Sicherheit erstmal, nehme ich an. Und die Mutter, ja, da wissen wir erstmal noch nicht so genau. Gucken wir mal, was der Baron jetzt dazu sagt. Ja, drei Kreuze, wenn die Sonne wieder scheint. Wobei ich das auch sehr mag hier in Wiel, ne, wenn das so ein Wetter ist. So. Der Weideler bittet den Hexer um einen Dienst. Einen Hexerdienst sozusagen. Wie kann ich dir helfen? Sag es mir. Der Weideler braucht einen Mann ohne Furcht vor dem Bösen. Das Ahnenfest ist nah. Wir müssen Rituale abhalten. Wandernde Seelen werden auftauchen. Und verfluchte Seelen auch. Wir müssen den Kreis vor diesen Wesen schützen. Was springt dabei für mich raus? Hexer tun nichts kostenlos, das weiß der Weideler. Keine Sorge, der Weideler weiß auch, wie man jemandem die Hilfe verhehlt. Hm. Wozu ist das Ritual überhaupt da? Manche Menschen sterben voller Leid. Manche holt der Tod zu früh, ohne dass sie die Bitterkeit des Lebens erfahren haben. Diese armen, unerfüllten Seelen können dieses Jammertal nicht verlassen. Ihre Geister wandeln unter den Lebenden. Sie müssen gerichtet und auf den Weg geschickt werden. Dafür ist das Ahnenfest da. Gut, dann machen wir das. Sieht aus, als könntest du einen Hexer gebrauchen. Also gut, ich helfe dir. Der Weideler hat gewusst, dass du nicht ablehnst. Es ist an der Zeit, die Leute zu versammeln. Wir müssen über den See fahren, zur Reuseninsel. Dort treffen wir uns, im Steinkreis. Die Reuseninsel. Je mehr wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Wir kennen die Reuseninsel ja sehr gut. So, warte mal, wie war das mit Reparieren? Konnte ich hier bei dir reparieren oder konnte ich das nur mit diesen wie Items? Kann ich helfen? Warte mal. Herr Zwerg. Hallo, Herr Weideler. warte mal, Angebot. Mal gucken. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Weiß gar nicht mehr, ob wir hier reparieren konnten. Reparieren, doch, guck mal. Leertaste, verwendete Ausrüstung, reparieren. Na, wunderbar. Zack. Oh, guck mal, wie viel. Ui, warte mal. Ich glaube, bei ihm können wir ein bisschen was verkaufen wieder. Jo. Hallo. Oh, das war's. Na gut. Okay.
Aber wieder ein bisschen was losgeworden. Ich meine, gut, wir sammeln auch relativ viel immer ein. Ne? Also ich denke mal, spätestens wenn wir nach Ochsenfurt kommen, ich glaube, da werden wir größtenteils alles loswerden, was wir bisher so gesammelt haben. Das Ding ist ja, ich habe, glaube ich, in unserer Kiste, da habe ich, glaube ich, noch mal richtig viele Stuff drin. Also, leb wohl. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie finanzielle Probleme bekommen hier in diesem Run. So, wir waren aber auf dem Weg zum... Weißt du, wer ich bin? Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Das werde ich dir nie vergessen. Hier, zum Dank. Vielen Dank. Na siehste. So, warte mal, apropos... Warte mal. Wo ist denn hier der Toilettenkollege? Der war doch hier hinten, oder? Nee, wo war der denn? War der noch weiter unten? Nee. Der war doch irgendwo hier mit der Toilette. Ach hier, da. Gucken wir mal. Ob hier irgendwas passiert ist. Ah, er ist runter vom Klo. Das ist natürlich die Frage. Wer war das hier von dem? Rabatanga, genau. Hannes Baron. Ich weiß halt auch nicht, ob wir... Hexer, oh. Auf ein Wort bitte. Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben. Was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken? Nein, er trinkt und isst nichts. Sitzt nur da. Hm. Das kann... Kann gut sein, muss aber nicht, ne? Nur da sitzen und... Dieser verfickte Kater. Mich würde halt echt interessieren, wer derjenige war, der hier Probleme hatte, ne? Mit dem Scheißen. Der, wo wir quasi den Weidler beschützt haben vor den Männern. Scheint der aber unser Vorschlag ja gepasst zu haben. Ich glaube, die... Von den Wurzeln bekomme ich Bauchschmerzen. Ich glaube, die finden wir nicht mehr, ne? Ich habe auch den Namen leider gar nicht mehr im Kopf. Bist du das hier vielleicht? Nee, auch nur Bauer. Ich bin hungrig wie ein Wolf. Na gut, schade, schade. Aber der Weidler, der... Zumindest wenn er hier ist, scheint es ja, als wenn er nicht... gelünscht wird hier von den von den Leuten. Oh, warte mal. Kann ich hier? Ach, das ist sogar das Lager. Ach, guckt mal einer an. Ja, hier seht ihr ja, ne? Also hier ist nun. Hier ist nochmal sehr viel Kram drin, ne? Unter anderem auch noch die Gemälde und so. Alles von den Durchläufen davor. Wahrscheinlich kann ich da auch super viel verkaufen, ne? Also erst recht hier diesen ganzen Stuff. Aber gut, das machen wir dann bei Gelegenheit. Okay, so, auf zum Baron. Bevor die Folge hier noch länger wird. Ich wünsche euch die Pocken. Na. So, Herr Baron. Ah, ja. Ich weiß gar nicht, ich würde... Nee, ach komm. Wo ist er denn? Da sitzt er. Ah ja, okay, das haben wir schon abgecheckt. Oh, was haben wir denn hier? Liebesbrief. Oh. Den kennen wir noch nicht. Liebesbrief. Mein geliebter Mann. Wie war ich nach deinem letzten Brief erleichtert?
Ich bin so froh, dass du nach der Verletzung auf dem Wege der Besserung bist. Mir ist klar, wie es dich betrüben muss, die nächsten Wochen in einem Feldlazarett verbringen zu müssen. Aber mein Herz ist voll der Freude darüber, dass du nicht mehr dein Leben auf dem Schlachtfeld riskierst. Tamara wächst und wächst und wächst. Sie kann sogar schon stehen, wenn sie sich festhält. Natürlich ist sie noch recht unsicher auf ihren kleinen Pummelbeinchen. Man muss ständig auf sie aufpassen. Wann immer ich mich abwende, klettert sie auf den Tisch und schnappt sich, was ihre Händchen zu fassen kriegen. Gestern hätte sie beinahe einen Topf mit heißer Suppe über sich geschüttet. Ich glaube, ich werde die Müllers Tochter als Hilfe einstellen, sonst fürchte ich, dass ich bald zu langsam für Tamara sein werde. Vor allem jetzt, da du fort bist und ich die Hausangelegenheiten sämtlich alleine versehen muss. Lieber Philipp, ich vermisse dich schrecklich und kann deine Rückkehr kaum erwarten. Ich bete jeden Tag zu Meditele für deine Gesundheit und die unserer Tochter und darum, dass unsere Familie bald wieder vollständig ist. Hoffentlich ist dieser furchtbare Krieg bald vorbei. Ich liebe dich für immer, deine Anna. Dein Anna. Deine Anna. Oh je, das ist noch, der Brief stammt noch, glaube ich, aus einer anderen Zeit. Wahrscheinlich genau deswegen hat er diesen Brief halt rausgenommen, weil dieser Brief halt noch aus einer, ja, liebevollen Zeit stammt. Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten? Habe ich aus Nazair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen. Wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei. Und diese da, die gefüllten? In Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Dein Verlust ist sicherlich schmerzvoll. Schrecklich. Aber wir hätten nichts tun können. Nein. Weder jetzt noch in Zukunft. Es war zu spät. Das war klar. Ich hätte früher handeln und dieses verdammte Wählen verlassen sollen. In diesem schmutzigen Sumpfloch hier. Das konnte nicht gut gehen. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Gibt es Neuigkeiten? Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Nein, ich sprach mit ihrem Fluchthelfer, der sie auch aufgenommen hat. Tamara ist wohlauf. Soweit ich verstanden habe, will sie dich weder wiedersehen noch zurückkehren. Ich traue keinem Bauerntölpel, der ihr vielleicht geholfen hat. Ich muss wirklich wissen, dass sie sicher ist. Geh zu ihr. Überzeug dich, dass sie sicher ist. Ich glaube keinem anderen. Na gut, das mache ich. Ich bin dir dankbar. Nimm diesen Anreiz. Und das hier könnte nützlich sein. Was ist das? Ein Geleitbrief. Seit die Redanier sich des Pontartals bemächtigt haben, ist es verdammt schwierig, Novigrad ohne Geleitbrief zu erreichen. Also gut, du solltest sie beide finden. Was ist mit Anna? Die habe ich noch nicht, aber ich bin ja auf der Spur. Also, worauf wartest du dann? Dass du mir was über Ciri sagst, wie vereinbart. Na gut, ein Mann, ein Wort. Während Ciris Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern. Dein Mädchen ist ein Glückspilz. Ein Wildschwein dieser Größe zu erlegen, wäre eines Festmahls König Volltests würdig,
wäre er noch am Leben. Ciri, komm! Dir sollte die ganze Keule gehören, finde ich. Und ob. Ausgezeichnet, Mädchen. Nicht schlecht. Aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschweinjagd? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden. Da blieb mir nur mein Schwert. Nun, du hast es schön geschwungen. Wo hat man dir das überhaupt beigebracht? In Kaer Morhen auf der Straße. In Kaer Morhen. Dort gibt es eine Hexerschule, ja, aber soviel ich weiß, nehmen sie nur Jungen auf. Ich bin die Ausnahme, ich bin keine Hexerin. Ich bin keine Hexerin, ich bin nur dort aufgewachsen. Glaube ich dir aufs Wort, so wie du das Schwert schwingst. Kennst du dich mit Tränken aus? Nicht so gut, nur ein bisschen. Weißt du... Manchmal zwickt's mich im Rücken. Halt's Maul, Ygrin. Niemand interessiert sich für deinen Rücken. Manche Frauen können Schwerter schwingen, ich kenne da eine. Aber Pferde können sie nicht besteigen, nur Schwänze. Sie reiten wie beschwipst, kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen. Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? Gerne. Worum wetten wir? Um das schwarze Pferd. Das im Stall. Oh, das kommt nicht in Frage. Angst vor einem Rennen? Wo ist das Problem? Na, du machst aber ein düsteres Gesicht. Zu feige, um gegen eine Frau anzutreten? Das Pferd gehört mir. Ein Wettreiten gegen den Baron selbst? Was für eine Ehre. Oh, das wird ein unvergesslicher Anblick. In der Tat. Abgemacht. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert. Abgemacht. An deiner Stelle würde ich nichts mehr trinken. Du brauchst einen klaren Kopf. Bei Tagesanbruch geht's los. Ach, das ist doch schön gemacht. Diese Szenen. Immer wieder schön. So, na denn. Ein kleines Rennen. Wählen nördliches Temerien. Und die Häschen sind auch munter. Kommt, wir das hinkriegen. Der Morgen dämmert. Bereit? Bereit. Wer zuerst beim Turm ist. Na dann los. Aufsteigen. Los, Ciri, mach uns keine Schande. Los, los! Los, los! Hier haben wir, glaube ich, jetzt nicht so viel Pferdeausdauer wie auf Plötze. Nicht aufgeben, Mädchen! Nein, nein! Wir geben nicht auf. Komm schon, Mädel! Aber wir können, glaube ich, sogar durchziehen, oder? Haha! Ja. Nice. Du bist der Wind, keine Frau. Du hast dir das beste Pferd verdient. Es gehört dir. Vielen Dank. Ah, ich mag die Stimme von Ciri. Noch eine Chance zu gewinnen. Sie schrie wie eine Irre. Im Nu hatten alle die Wette vergessen. Alle rannten, um sich zu retten und riskierten sich dabei, den Hals zu brechen. Und? Habt ihr es geschafft? Manche schon. Andere hatten weniger Glück. Aber was dann geschah? Hexer, ich habe vieles gesehen, aber noch nie so etwas. Niemals. Oh nein, ich kenne diesen Blick. Du lernst schnell. Den Rest hörst du, wenn du meine Frau findest. Ich bin dran. Aber du kommst kaum voran. Sie haben sich getrennt. Daran hatte ich erst nicht gedacht. Keine Sorge, ich werde auch Anna finden. So, na gut, warte mal, das haben wir schon erst gehabt. Okay. Bis dann. Wir sind wieder ein Stückchen weitergekommen. Leider nicht
so richtig weit, aber so ein Stückchen zumindest. Und ja, bevor ich jetzt hier ins nächste Abenteuer stolpere, werden wir an dieser Stelle die Folge erstmal beenden. Ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge, wenn wir dann, denke ich mal, weiter uns ja, voranschreiten auf der Suche nach Tamara und Anna, der Frau des Barons. Genau, also bis dann. Tschüss.